So Leute, wir starten hier mit den ersten Raketen. Wir laden gleich nochmal nach, weil die kleinen Raketen, die fallen sonst zur Seite weg. Und wir starten hier einfach mal mit einer Shell Rocket von Argento. Sehr, sehr geil. Wir machen weiter mit einer Silberrakete von Funke. So, dann weiter geht's. Machen wir mal eine ruhige Rakete, eine Schüttrakete von Zink Z2. Sehr, sehr geile Raketen. So, jetzt geht's wieder laut weiter. Gau, 20 Gramm Rakete. Und weiter machen wir mit der Zink Z1, diesmal aber mit Zerleger. Sehr, sehr lange Standzeit. Jetzt gibt es eine richtig laute Rakete, die kreischt und einen fetten Knall. Scream. Jo, die ist leider schräg geflogen. Weiter geht's hier mit der Salutrakete von Funke. Und wir laden neu auf und dann geht's weiter. So, wir haben hier die letzte Ladung. Die Vogelschreckraketen machen wir zum Schluss, denn ich hatte dieses Jahr eine Packung, da hat noch keine einzige funktioniert. Und wenn ihr wisst, die sind nicht im Video, dann haben die auch nicht funktioniert. Wir machen jetzt weiter hier mit einer Silberrakete. Boah. Premium-Effekt, sehr, sehr nice. Rote Salutrakete von Funke. So, es geht weiter hier mit der Silberblitzrakete von Funke. Schöne kleine Teile. Jetzt haben wir hier, na, machen wir noch mal schön was mit Pfeif und Knall. Thunder Rocket. Und ich habe es eben schon erklärt, es kann sein, dass es die letzte ist. Wenn nicht, sind es die beiden, aber ich glaube, die funktionieren leider nicht. Jetzt die Sternrakete von Funke.